Schönen guten Morgen, werte Damen und Herren hier im Saal sowie zu Hause vor den Bildschirmen. Wir begrüßen Sie zur heutigen Pressekonferenz, in der es um Sicherheit geht. Der Ursprung ist Gewalt. Einerseits Gewalt, körperliche Gewalt, eben auf der anderen Seite aber auch Kriminalität. Es vergeht mittlerweile kein Tag mehr, an dem wir nicht aus irgendeinem Nachrichtenportal schockierende und erschreckende Nachrichten erhalten über Kriminalität, über Gewaltdelikte, über Überfälle, Einbrüche. Aber es vergeht auch keine Woche, in der wir irgendwelche Videos erhalten, in denen schockierende Szenen zu sehen sind, die sich hier in Südtirol abspielen. Es geht einerseits um Ausländergewalt, es geht andererseits um Ausländerkriminalität. Und jetzt sagen wir, die Politik muss endlich handeln. Wir vier Abgeordnete begrüßen Sie eben heute zu dieser Pressekonferenz. Mit in der Runde begrüßen dürfen wir Jonas Gasser. Er ist Unternehmer und Funktionär. Er ist aus Sterzing und wurde kürzlich selbst Opfer eines Gewaltdeliktes. Wir werden Ihnen zudem auch einen Film präsentieren, in dem wir verschiedene Szenen aus Videos zeigen, die uns zugespielt wurden, was sich hier in Südtirol abspielt in Bezug auf Ausländergewalt, auf Ausländerkriminalität. Dazu mehr später. Jetzt gebe ich das Wort weiter an den Abgeordneten Hannes. Ja, schönen guten Morgen meinerseits. Also, wie die Miriam schon eingeleitet hat, ist die Kriminalität, die in Südtirol von Ausländern ausgeübt wird, nimmt kein Ende. Schon vor den Wahlen war es ersichtlich ein Thema in der Bevölkerung, dass sich auch im Erfolg derer widergespiegelt hat, die das Thema aufgegriffen haben und nicht nur persönlich für Veränderung verlangen, sondern auch im Namen des Volkes fordern. Wir haben wahrlich ein sicheres Land von unseren Vorfahren vererbt gekriegt und sind verpflichtet, auch unseren Kindern ein solches weiterzugeben. Fälle wie die Übergriffe in einem Weinhandel in Bozen, wo sich die Geschäftsleute im Lokal nicht mehr sicher fühlen, dort wo dieser Mann einmal noch auf freien Fuß begibt und der Frau des Besitzers immer noch Morddrohungen gibt, der Fall im Iran, wo ein Jogger in der Apotheke verprügelt worden ist, die kürzlichen Gewaltdelikte in Naturns beim Krampusumzug, die kürzlichen Übergriffe auf zwei Mitglieder unserer Bewegung und. Das sind einige Fälle, die sich kürzlich zugetragen haben, und die Liste ließe sich noch sehr viel länger fortführen. Wir bekamen schon fast täglich Beschwerden von Einheimischen über Bedrohungen, Übergriffe und Belästigungen von aus dem Ausland stammenden Bürgern. So kann es nicht mehr weitergehen. Die Politik ist gefordert, konkrete Schritte einzuleiten, nicht nur in unserem Land, sondern auch auf staatlicher Ebene und europaweit. Ist gefordert, dass Gesetz wieder für alle gleich ist und demnach auch bei Missbrauch dieser Kriminellen mit der ganzen Härte zu bestrafen und schnellstmöglich abzuschieben. Wir dürfen nicht zu einem Land werden, wo sich die Kriminellen wohlfühlen, während der brave Bürger nach Strich und Faden kontrolliert, belangt und bestraft wird. Zudem bedauere ich das Schweigen und die Untätigkeit unseres Landeshauptmannes und der Bürgermeister der Gemeinden, wo sich die meisten Gewaltdelikte abspielen. In diesem Zusammenhang gilt auch zu erwähnen, dass die meisten Gewaltdelikte und Übergriffe meistens von Personen aus einem gewissen
Kulturraum begangen werden. Nicht zuletzt darf nicht vergessen werden, dass die Ausländergewalt auch jenen Ausländern schadet, die sich integrieren und sich an die Gesetze halten. Diese werden nämlich in denselben Topf geworfen wie die Kriminellen. Selbst Ausländer haben sich schon an die Südtiroler Freiheit gewandt. Danke. Also, jetzt erzähle ich kurz mein Erlebnis oder wie es gegangen ist. Also, ich schweife ein bisschen aus und erzähle Ihnen ganz oben ganz kurz, damit man auch versteht die Hintergründe und alles. Also, der Abend ist gestartet mit mir und noch ein paar Freunden. Wir haben ein Essen gehabt, wir haben ein Vereinsessen gehabt. Und danach haben wir gesagt, wir gehen noch kurz in ein Lokale was trinken und ein bisschen aushalten. Ja, nichts gesagt, getan, dann sind wir dorthin. Und dann hat sich eigentlich ganz schnell herausgestellt, dass ein, sagen wir mal, dunkelhäutiger Ausländer die ganze Zeit in dem Lokal, wo wir uns danach noch befunden haben, probiert hat, Drogen zu verkaufen. Jetzt hat er es halt an mir probiert, an meine Freunde und da an verschiedene Damen. Und der Ausländer, sagen wir mal so, er ist wirklich rabiat geworden, sagen wir mal. Er hat die Damen mitgezogen, er hat probiert, an jeden umzumachen und er ist eigentlich an jeden schon, sagen wir mal, auf die Nerven gegangen. Und er hat mehrere Personen schon erklärt, schau, wir wollen nicht, wir brauchen nicht und er soll das Lokal verlassen und er soll heimgehen. Okay, und dann so ist das über den ganzen Abend gegangen und irgendwann zu später Stunde, ich sage mal um 2 Uhr noch, ist es so gewesen, dass eben zwei Damen gewesen sind, die gerne noch draußen gegangen waren zu rauchen und dem der Ausländer, der Dunkelhäutige, draußen gestanden ist und sie gesagt haben, ob ich nicht kann, mitgehen, auf ihn ein bisschen aufpassen. Und ich sage, okay, sie gibt kein Problem. Dann sind wir rausgegangen, jetzt ist der Ausländer wieder hergekommen zu mir und hat da geschaut und bei dir geht es schnell wieder. Und dann ist er nochmal gesagt, schau, wir brauchen nicht und das soll Ruhe geben. Okay, und dann bin ich eben gestanden da, ganz mit den Damen, haben mich unterhalten und der Ausländer ist ein bisschen vor mir gestanden und eigentlich eine ganz normale Situation. Und auf uns zwei kriege ich dermaßen einen ins Gesicht, aber dermaßen selten einmal so einen ins Gesicht gekriegt oder halt überhaupt noch nie, dass ich gleich schwarz gesehen habe und zu Boden gegangen bin. Bald ich wieder zu denen gekommen bin ich wirklich schon geblieben da und bei den Zähnen hat es wehgetan und auch geschwollen gewesen. Und was mich da schockiert hat, ist einfach der brutale, aus dem Nichts, von 0 auf 100, so man in der Situation nie so eingeschätzt. Also wirklich von 0 auf 100, also so eine Brutalität, gewaltig. Und nicht, und dann bin ich nach Hause und habe Eis aufgelegt und geschaut, das geht wieder. Und am nächsten Tag noch bin ich ins Krankenhaus, weil es eben noch mehr geschwollen ist. Und im Krankenhaus, und jetzt kommt es perfide noch, erzählt mir noch eine Krankenschwester eben, ja, dass gestern ein Mann, der was eben auch, oder halt ein Ausländer, was eben auch an dem Abend noch mehr randaliert hat, eben im Krankenhaus ist. Und ich, okay, gut, jetzt schauen wir das an. Jetzt hat die Polizei den Ausländer mitgenommen und jetzt ist der Röhm in Verwahrung im Krankenhaus gewesen. Dann bin ich zu der Polizei hin und dann gesagt, okay, ob ich mir anschauen kann, ob es der ist. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt ist genau der gewesen. So ein Zufall haben wir echt perfekt. Wir haben einen Täter da, wir wissen, wer es ist. Und jetzt mache ich eine Anzeige. Und dann rede ich mir mit der Polizei und dann meinen sie, ja, du kannst schon eine Anzeige machen, aber rauskommen wird schon einmal nicht viel. Und dann habe ich, okay, das ist schon einmal motivierend. Jetzt habe ich einen Täter da, ich bin effektiv, die Schäden sind da. Wie kann denn jetzt sein, dass da nicht passiert? Und deswegen bin ich dann echt trotzdem gleich zu der Polizei noch eine Anzeige gemacht. Und jetzt, wie gesagt, bin ich in guter Hoffnung oder schauen wir mal, was passiert. Aber ja, es ist traurig, aber wahr. So viel, so weit, so gut. Danke. Danke, Jonas. Ja, wie Sie gehört haben, eben, Frauen können sich nicht einmal mehr getrauen, alleine vor ein Lokal zu gehen, um zu rauchen oder was auch immer. So geht es vielen Frauen in diesem Land hier, dass sie eigentlich sich ohne Pfefferspray nicht mehr vor die eigene Haustür getrauen, auf ihrem Weg zur Arbeit, auf ihrem Weg von der Arbeit nach Hause oder vom Ausgehen, dass sie dort eine Strecke zurücklegen. Von vielen Frauen hört man, dass sie sich nicht alleine auf die Straße trauen, aber auch, dass sie schon Angst haben, wenn sie nur zu zweit oder zu dritt als Frauen unterwegs sind. Und mit diesen Einschränkungen, die auch psychisch Druck ausüben, müssen Frauen heutzutage leben. Wir haben erst kürzlich die verschiedenen Fälle gehabt von jungen Frauen. Die eine junge Frau, die am Bahnhof eben so brutal niedergeschlagen wurde, dass bis zum Schluss hat sie sogar eine Verletzung am Trommelfell davongetragen. Eine junge Frau, die Flirtversuche von einem Ausländer abgelehnt hat, ignoriert hat, wurde mit einer abgebrochenen Flasche am Obstplatz
bedroht. Ja, was haben wir für Zustände hier in diesem Land? Es wird zahlreich immer wieder von den Frauenrechten gesprochen und von der Entfaltung der Frau. Und hier werden ganz klar, die Selbstbestimmung von Frauen wird dadurch eigentlich ganz klar beschnitten. Und dass man hier eben auch als Frau nicht respektiert wird. Es ist eine Einschränkung der Lebensqualität, des Alltages von Frauen, wenn man sich nicht mehr sicher fühlt, egal ob in den Nachtstunden oder in den Tagstunden. Es ist uns schon öfter passiert, dass uns besonders ältere Frauen auch hier im Bahnhofspark gefragt haben, ja, können wir gemeinsam durch den Bahnhofspark gehen, weil alleine traue ich mich nicht durch? Und so weit ist es schon, dass man sich in gewisse Gebiete nicht hineintrauen darf. Einerseits als Frau, aber genau diese Aussagen hören wir auch von Sicherheitskräften, die sagen, sie riskieren nicht ihr Leben, weil die Ausländer wissen, wo sie arbeiten und dass sie vielleicht Familie haben, wo sie wohnen. So weit ist die Situation hier schon fortgeschritten. In Meran hatten wir den Fall eines Mannes, der ja durch die offene Autotür eben auch handgreiflich angegriffen wurde, und als er dann bei den Polizeikräften gesagt hat, er würde diesen Fall zur Anzeige bringen, er weiß, was für ein Auto das war, er hat das Autokennzeichen, dann haben ihm die Sicherheitskräfte geantwortet, ja, wenn seine Verletzung nicht länger als 3 Tage Krankschreibung mit sich bringen würde, dann würde sich eine Anzeige gar nicht auszahlen. Solche Zustände haben wir. Wir haben auch zahlreiche Schwarz auf Weiß Studien, die zeigen, dass eben beispielsweise hier eben vom ISTAT, vom italienischen Statistikamt, vom staatlichen, 42% aller sexuellen Gewaltdelikte eben effektiv auf Ausländer zurückgehen, wobei hier in diesem Bericht ausdrücklich auch noch gesagt wird, dass zahlreiche Gewalttaten und Sexualdelikte nicht zur Anzeige gebracht werden. Deswegen ist man eigentlich weit über die 50% drüber, weil die eben nicht angezeigt werden. Die 42% sind nur effektiv zur Anzeige gebracht, die zur Anzeige gebracht wurden. Und aus diesem Grund gilt es Handlungsbedarf. Auch Frauen, die sonst eigentlich das sensible Geschlecht sind, aber dennoch starke, wohlgemerkt, fordern auch jetzt, wir brauchen klare Maßnahmen, wir brauchen konsequente Strafen, harte Strafen für diese Täter, egal ob Kriminaldelikte oder Gewaltdelikte. Es ist jetzt höchste Zeit, dass gehandelt wird, denn so kann es in Südtirol nicht mehr weitergehen, dass eben auch Einheimische, die tagtäglich einer Arbeit nachgehen und ein geregeltes Leben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen führen, dass die nicht mehr normal leben können und frei leben können, weil andere sich verhalten, als ob sie hier in einem gesetzlosen Land wären, in denen es keine Regeln, keine Sanktionen gibt und wie in einem Schlaraffenland, in dem sie dann auch noch dazu obendrein noch Sozialleistungen erhalten und allen sozusagen eigentlich den Mittelfinger zeigen. So kann es nicht weitergehen. Um Ihnen jetzt zu veranschaulichen, mit was für Situationen man hier in Südtirol eigentlich konfrontiert wird und was für Videos wir als Fraktion auch von den Bürgern mittlerweile zugeschickt bekommen, weil wir eigentlich jetzt zur Anlaufstelle geworden sind, zur Beschwerdestelle von Bürgern, das möchten wir Ihnen jetzt veranschaulichen, indem wir Ihnen einen Film präsentieren. Thank you.
Werte Damen und Herren, es geht uns nicht generell darum, gegen Ausländer zu sein, aber wir haben ein Problem mit kriminellen Ausländern. Und da müssen Taten folgen, sowohl von den Sicherheitskräften, aber auch von der Politik. Sowohl auf Staatsebene als auch hier auf Landesebene müssen endlich hier jetzt Konsequenzen folgen, müssen endlich Regelungen getroffen werden, die scharfe, konkrete und klare Maßnahmen und konsequente Maßnahmen vorsehen und schlimmstenfalls auch vorsehen, dass Ausländer, die kriminell werden, abgeschoben werden. Ich gebe nun das Wort weiter an Bernhard Zimmerhofer. Ja, guten Morgen. Ja, welche Maßnahmen sollen getroffen werden? Es braucht sicher nicht mehr Polizeikräfte im Lande. Es braucht eine bessere Koordinierung. Also es nutzt nicht, wenn in den hintersten Tälern Polizeikräfte vorhanden sind, wo das ganze Jahr über kaum etwas passiert. Es braucht auch nicht Polizeikräfte, die in München beim Oktoberfest patrouillieren oder in Innsbruck auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt sind sie wieder im Einsatz auf den Skipisten. Also ich kann mich erinnern, ich war früher auch bei der Bergrettung. Wir haben damals die Pistenrettung übernommen und das hat zur Zufriedenheit aller gut funktioniert. Also es braucht einfach eine bessere Koordinierung. Wer ist da zuständig dafür? Das ist der Regierungskommissar. Und offensichtlich funktioniert das nicht gut. Also deswegen haben wir immer verlangt, dass die Kompetenzen vom Regierungskommissar an den Landeshauptmann übergehen, damit das besser funktionieren kann. Wir haben 2014 schon einen Antrag eingereicht zur Abschaffung des Regierungskommissariats und zur Übertragung der Kompetenzen. Wurde damals auch mehrheitlich angenommen, aber passiert ist bis dato gar nichts. Im Ministerrat der Regierung Meloni hat die Regierungschefin zum Haushalt 2014 gesagt, dass es massive Einsparungen bei den Haushaltsmitteln braucht. Und das wäre doch die Chance für die Landesregierung, hier eine Liste zu schicken, wo der Staat Einsparungen machen könnte. Unter anderem wäre das natürlich auch das Regierungskommissariat. Unsere Forderung an den Landeshauptmann wäre, dass er das Thema auch in das Koalitionsabkommen mit einbindet. Und da wäre, glaube ich, allen geholfen, dem Staat und dem Land. Dankeschön. Danke, Bernhard. Sie sehen, die Situation ist mehr als ernst. Und ich habe das im Landtagswahlkampf sehr oft mitbekommen. Wir wurden als Kandidaten und Abgeordnete viel in Schulen eingeladen. Und ich muss sagen, mich hat das sehr oft schockiert, wenn 15-jährige Mädchen in diesen Treffen mit den Politikern gesagt haben, sie haben Angst auszugehen, weil es ihnen schon passiert ist, dass sie belästigt worden sind, dass sie angegriffen worden sind. Und wie fernab manche Politiker von dieser Realität in Südtirol sind, hat man gemerkt, wenn es dann Politiker gegeben hat, die in diesen Runden, ich möchte nicht schon wieder über Ausländerkriminalität sprechen, lasst uns lieber über das Klima reden. Und dass junge Menschen da kein Verständnis für haben, dass das bagatellisiert wird und dass das einfach weggeschoben wird und sozusagen in das rechte Eck gedrückt wird, das wollen junge Leute auch nicht. Und es war bezeichnend, dass vor allem auch junge Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in diesen Treffen mit den Politikern immer wieder ganz klar zum Ausdruck gebracht haben, macht etwas gegen diese kriminellen Ausländer, weil wir wollen nicht mit denen in einen Topf geschmissen werden. Und wir glauben, die Politik darf da einfach nicht tatenlos dabei zusehen. Wir haben jetzt diese Woche daher im Landtag einen Antrag gestellt, dass die derzeit Verantwortlichen, das sind der Regierungskommissär und der Quästor, hierher in den Landtag eingeladen werden, damit wir sie mal mit diesen Problemen konfrontieren können. Bernhard Zimmerhofer hat es schon gesagt, ich finde es zutiefst irritierend, dass die Karabiniere derzeit Fotos von sich posten, dass sie auf dem Christkindlmarkt in Innsbruck patrouillieren. Aber diese Frau in Bozen, wo der Ehemann in der Südtiroler Straße brutal in seinem Geschäft niedergeschlagen wurde, erleben musste, wie ein Notruf abgesetzt wurde am späten Abend und die Karabiniere Stunden später erst in diesem Lokal aufgetaucht sind, obwohl die Questur vielleicht 500 Meter auf der anderen Straßenseite gegenüber liegt. Dann haben wir auch Kontakt mit Karabinieri-Beamten gehabt, die uns gesagt haben, sie trauen sich selbst in bestimmte Viertel nicht einmal mehr hin,
Als Beispiel wurde in Meran oben die Straße hinter der Therme genannt, wo ja auch vor kurzem ein Vorfall war, wo ein Ausländer ein Straßenschild ausgerissen hat und mit diesem Straßenschild auf andere Leute losgegangen ist. Dort gab es eine wüste Prügelei in dieser Straße. Und Sie haben es vielleicht im Film gesehen, diese Szenen mit den Drogen, das ist nicht irgendwo passiert. Das ist in Bozen vor der Handelskammer passiert, mitten im Stadtzentrum drinnen. Dieser Blumendruck, wo diese Drogen versteckt worden sind, wenn Sie dorthin gehen, diese Blumen gibt es jetzt nicht mehr. Warum? Weil die Stadtgärtnerei auf Weisung der Gemeinde beschlossen hat, alle Hecken und alle Büsche und Blumenbeete zu entfernen, weil die als Versteck für Drogen dienen. Dieselbe Situation, Sie brauchen nur hinausgehen in den Bahnhofspark, der sieht jetzt ganz schön aus mit dem Christkindlmarkt. Sie können sich im Jänner dann die ganze Geschichte wieder anschauen. Dort finden Sie keine Bepflanzung, kein gar nichts mehr, weil die Gemeindegärtnerei eine Weisung hat, dort nichts mehr anzupflanzen, weil das sonst eben zu Drogenverstecken missbraucht wird. Und was ist denn das für ein Land, wo wir als Einheimische in gewisse Orte nicht mehr hingehen können, wo die Polizei nicht mehr hingehen kann, wo Orte zu Unorten verkommen, nur weil, weil wir dieser Situation nicht Herr werden. Und die Questur und das Regierungskommissariat hätte es in der Hand, hier etwas zu tun, beispielsweise ein Betretungsverbot, ein Aufenthaltsverbot in Südtirol zu erlassen. Und das sind all Dinge, wo einfach nicht gehandelt wird. Und deswegen haben wir gesagt, wir fordern zunächst einmal als ganz konkrete Maßnahme eine Aussprache mit der Questur und dem Regierungskommissär. Wir gehen aber auch einen Schritt weiter und verlangen, dass die Zuständigkeiten des Regierungskommissärs auf das Land Südtirol und somit zum Beispiel auf den Landeshauptmann übertragen wird, weil dieser dann als zuständiges Organ für die Sicherheit selber beispielsweise entscheiden kann, wo werden Polizeikräfte eingesetzt. Bisher entscheidet das der Regierungskommissär und die Questur. Und dass das geht, braucht man sich nur im Ostertal anschauen. Im Ostertal gibt es keinen Präfekten, keinen Regierungskommissär. Dort übernimmt diese Aufgabe der Präsident der Region, also der dortige Landeshauptmann. Und wenn das im Ostertal funktioniert, dann wird das doch hoffentlich auch hier in Südtirol funktionieren. Es gab bereits mehrfach, wie Bernhard Zimmerhofer schon gesagt hat, Beschlussanträge in diese Richtung, die parteiübergreifend im Landtag genehmigt wurden. Und wir fordern einfach die SVP auf, das jetzt bewusst jetzt schon ins Koalitionsabkommen mit aufzunehmen, damit es danach mit den Fratelli keine Diskussionen darüber gibt im Landtag, ob man über so etwas abstimmen darf oder nicht. Das muss eine ganz zentrale Forderung an die italienische Regierung sein, damit in Südtirol wieder Sicherheit hergestellt wird. Das sind wir unserer Bevölkerung schuldig, das sind wir vor allem aber auch jenen Bürgern schuldig, die sich hier an die Gesetze halten, die sich hier ordentlich aufführen und die nicht kriminell werden. Und wir dürfen einfach keine Toleranz gegenüber jenen zeigen, die intolerant gegenüber unserer Gesellschaft sind, indem sie kriminell werden. Denn wir brauchen keine Toleranz für kriminelle Bürger, sondern wir brauchen Akzeptanz und Schutz für jene Bürger, die sich in unserem Land ordentlich aufführen. Wir danken Ihnen somit für die Pressekonferenz, für Ihr Interesse. Wir stehen Ihnen jetzt natürlich für weitere Fragen noch zur Verfügung. Sie haben das Pressepapier und den Film, den wir danach auch auf unsere sozialen Medien online stellen werden, den Sie natürlich selbstverständlich auch gerne verwenden dürfen. Danke für Ihr Interesse.